Also das hat sich noch gar nicht so rauskristallisiert gehabt. Ja. Ich habe den Max als sehr bodenständigen, ruhigen Menschen kennengelernt, der... Also unser erstes Treffen war eigentlich total spontan und ja, dann kam er mit seinem TT an. Das ist natürlich ein cooles Auto, aber jetzt nicht ja, ein... Ja. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich heute mal die ganze Family mit am Start. Einmal hier meine Freundin, die, glaube ich, hier ihr erstes YouTube-Video dreht, oder? Ja. Also sie hat keinen heimlichen YouTube-Kanal. Wenn doch, dann schreibt mir das mal auf Instagram. Und wir haben heute noch einen Special Guest dabei, und zwar den Thaddäus. Hier der Thaddäus. Man hat ihn fast verwechselt hier mit dem Puschelding. Kleiner Spaß. Ich würde sagen, wir werfen den Thaddäus auch gleich aus dem Video raus, weil zurzeit irgendwelche Atemprobleme. Und ihr habt euch dieses Video gewünscht. Ich bin echt super gespannt. Einfach aus dem Grund, weil ihr wolltet das Video haben. Ich würde sagen, wir schmeißen Thaddäus mal ganz kurz raus. Und ja, ihr habt euch dieses Video hier gewünscht. Ich habe letztens in meiner Instagram-Story mal eine Umfrage gemacht, ob ihr mal ein Video mit der lieben Charlie haben wollt. Und ihr habt für Ja gestimmt. Und dann habe ich danach auch direkt einen Fragesticker reingepackt. Und da habt ihr mir hier eure ganzen Fragen reingepackt. Und wir machen heute random, stelle ich meiner Freundin einfach mal 10 Fragen, die ihr uns im Endeffekt gestellt habt oder die ihr gestellt habt. Und wir haben davor nichts irgendwie abgesprochen. Also ihr seht auch hier, das ist nicht irgendwie, wir haben uns keine Fragen rausgepickt oder so. Ich habe auch noch keine gelesen. Sie hat wirklich keine Fragen gelesen. Das heißt, wir werden wirklich einfach reingehen. Ich werde ihr die Fragen stellen und sie wird dann ja uncut hier drauf antworten. Also es wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass ich nichts Peinliches erwische. Das hoffe ich auch für dich. Es wird sich zeigen. Und ihr könnt an dieser Stelle schon mal einen vielen lieben Dank an die Charlotte schreiben unter dieses Video, weil ja, es ist ihr allererstes YouTube-Video und es ist auch nicht selbstverständlich, dass sie sich hier in so ein YouTube-Video reinsetzt und ja, sie müsste sich das Ganze nicht geben. Also nimm es mir auch nicht böse, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bisschen, ja. Deswegen, wir machen trotzdem alles uncut und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich direkt rein. Vielleicht kannst du dich für die Leute, die ich jetzt noch gar nicht kennen, sind wahrscheinlich 95% der Leute. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen. Name, wie alt du bist und so. Okay, also ich heiße Charlotte Koller, bin 21 Jahre alt, wohne in der Nähe von Max. Ja. Und ja. Was ist deine Arbeit aktuell? Ich bin bei dem lieben Max im Backoffice. Ich habe eigentlich mit den ganzen Mentis zu tun, die wo Fragen haben. Genau. Ja. Alles, ja, was hintenrum passiert. Ja, vielleicht kommt ja da auch noch die ein oder andere Frage dazu. Und ja, ich glaube, wir starten jetzt auch wirklich direkt rein. Wir nehmen uns mal die allererste Frage. Und ja, die erste Frage, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist auch schon gleich ein bisschen kritisch. Und ja, sind natürlich die besten Fragen. Von dem her starten wir jetzt auch direkt rein. Und zwar, wie, also die Frage hat gestellt Eugen, ich werde es immer so ein bisschen erwähnen. Wie war deine Liebe zu ihm vor und nach dem Erfolg? Also es ist auf jeden Fall eine richtig gute Frage. Ja. Da ich ja den Max kennengelernt habe, wo ich noch, also das hat sich noch gar nicht so rauskristallisiert gehabt. Ja. Ich habe den Max als sehr bodenständigen, ruhigen Menschen kennengelernt, der, also unser erstes Treffen war eigentlich total spontan und ja, dann kam er mit seinem TT an. Das ist natürlich ein cooles Auto, aber jetzt nicht ja, ein Ja. Ich glaube, was ich vor allem halt damit sagen will, ist, ihr denkt wahrscheinlich, wenn ich so eine Frau date, ich komme da im Bentley und mache das so voll Babo. Aber erstens, das war schon über ein Jahr her. Mhm. Und zweitens bin ich ja so überhaupt nicht. Also ich bin nach außen, ich trage eigentlich nach außen fast nie Markenklamotten, vielleicht hier überhaupt in den Videos nicht und so. Ich flex nie nach außen, man sieht mir das auch nicht an. Ich gehe teilweise im Sommer barfuß in den Supermarkt oder, richtig, oder also so. Richtig, ich habe den Max ganz anders kennengelernt. Überhaupt nicht so, oh, Bentley und da ist Geld und da ja, die Rolex und das, sondern ich dachte mir, oh, was ist das für ein... Also er ist einfach 100% bodenständig. Man hat es überhaupt nicht gesehen, dass er irgendwie Geld hatte oder sonst irgendwas.
Und es hat sich erst so nach ein paar Monaten dann, also ich wusste weder, wie viel er verdient, noch was er alles hat, ob jetzt Immobilien, whatever, das hat er mir alles gar nicht gesagt gehabt. Und verstehe ich natürlich auch, weil er will ja keine Frau, die wo nur aufs Geld schaut. Und deswegen habe ich das am Anfang überhaupt nicht mitbekommen und bin umso stolzer, dass er jetzt immer noch so bodenständig ist und so ist, wie er ist. Ja, weil ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen rauskristallisiert für dich, als du dann hier angefangen hast, auch so ein bisschen zu arbeiten. Sie hat dann generell so meinen Tag kennengelernt und so. Und von dem her, glaube ich, kam das dann so alles mit der Zeit. Ja. Genau, aber generell bin ich ja nie jemand, der rausgeht und sagt, ich habe das und das. Mache ich einfach nicht, finde ich total uncool. Und wenn ich zum Beispiel auf Social Media jetzt mal irgendwie Umsätze poste oder so, dann mache ich das, um euch zu motivieren und nicht, weil ich ein Ego-Problem habe oder auf so. Auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Sehr gut. Er will ja nur zeigen, was ihr erreichen könnt und nicht, oh, ich habe das und das geschafft. Ja, also, genau. Das kann ich bestätigen zu 100%. Sehr gut. Ich glaube, die Frage hat sich somit gut beantwortet. Wir gehen auch direkt zur nächsten Frage und zwar, hatte er oft keine Zeit für dich und wie fühltest du dich da? Die Frage ist übrigens auch vom Eugen, der hat ein paar gestellt. Sehr gut. Ich persönlich habe dafür gar kein Problem. Also Max hasselt ja 7 Tage die Woche durchgehend, der lebt dafür. Und da ich auch ein Hobby habe, wo sehr zeitaufwendig ist, harmoniert es total gut. Also ich komme um die gleiche Zeit, wo dann Max quasi aufhört. Das hat sich natürlich durch die Beziehung ja auch geändert, dass du nicht bis 2 Uhr nachts durchgehasselt hast, aber es ist ja auch nicht gesund auf die Zukunft gesehen. Und sowas wollen meine Leute eigentlich nicht hören. Nee, aber da harmonieren wir schon sehr gut, würde ich sagen, oder? Ja, schon. Das auf definitiv. Und man muss auch sagen, das ist vielleicht auch ein Tipp an euch. Also wenn ihr selbstständig seid oder wenn ihr gerade irgendwas aufbaut, also da werden wir später vielleicht noch die ein oder andere Frage auch dazu kriegen, weil da habe ich davor schon gesehen, sind echt super viele dabei. Es ist generell so, ihr könnt euch nicht mit einer Freundin zusammentun oder eine Partnerin suchen, die den ganzen Tag zu Hause sitzt. Da werdet ihr wahnsinnig, weil die schreibt euch den ganzen Tag, die will natürlich die ganze Zeit was machen umgedreht und so weiter. Natürlich auch so, gell? Umgedreht natürlich auch so. Aber ich sage jetzt mal so, also ihr kennt das vielleicht. Wenn jetzt zum Beispiel eure Partnerin ein Hobby hat, in dem Fall sind es ihre Pferde, und du hast ja ein paar davon. Ja, von dem her ist es so, dass sie da auch den ganzen Nachmittag beschäftigt ist und jeder macht so sein Ding und man sieht sich dann abend wieder. Also das ist eigentlich mega gut. Das heißt, in meinen Augen sollte, wenn ihr einen Traum, eine Vision habt, gerade an etwas arbeitet, ihr solltet entweder eine Freundin haben, die mit euch zusammenarbeitet, also die mit drinnen ist, finde ich sogar die beste Variante, weil die versteht es, ansonsten versteht man es einfach nicht. Und da hast du ja auch den guten Vergleich, weil du hast ja davor in der Anwaltskanzlei gearbeitet. Genau. Und da waren wir auch schon zusammen und dann hast du bei mir gearbeitet und dann hast du ja eigentlich erst verstanden, was ich eigentlich wirklich mache. Und das ist das Wichtigste daran. Ich glaube, das zu verstehen, würde ich jetzt nicht bei Max arbeiten und hätte keine Ahnung darüber, dann wäre, glaube ich, sogar die Beziehung gescheitert, weil ich das 0,0 mitfühlen könnte. Also klar, aus Erzählungen und so. Ja. Aber ich würde mir immer denken, wow, warum hat der keine Zeit für mich wegen der Arbeit? Und dabei jetzt weiß ich, was dahinter steckt. Und das Ding ist, so diese ganzen Business-Pärchen, die ich so aus meinem Umfeld kenne, die sind alle irgendwie so gemeinsam im Business. Oder die Freundin unterstützt so ein bisschen, macht so ein bisschen was und so weiter. Und von dem her müsst ihr halt echt schauen, entweder ihr müsst die mitziehen und die muss von allein mitziehen oder sie braucht ja wirklich ein Hobby, wo sie selbst ihre Leidenschaft reinsteckt. Aber ansonsten zieht euch das voll runter, weil ihr müsst immer Privat und Business trennen. Das ist super schlimm. Es war natürlich auch ein Risiko für uns, das einzugehen mit Arbeit und Privat. Ja. Das ist super schlimm. Also dieses generell, man muss es trennen. Das sind auch immer die Leute, die keine Ahnung haben, die dann sagen, ja, man muss Liebe und Business trennen, weil Business ist doch eine Leidenschaft. Das ist doch das, was ich von Herzen gerne mache. Warum sollte ich das denn nicht mehr machen, weil ich meine Freundin habe, sondern das ist doch alles eins. Ich will doch mit ihr zusammen meine Leidenschaft machen und so weiter. Und ich glaube, dass das irgendwo so der
Weg zum Erfolg ist. Und von dem her klappt es auch so mega gut und unterstützt sich super gut. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, das übernehme ich hier voll. Wir kommen gleich zur nächsten Frage. Aber vielleicht noch ein kleiner Tipp jetzt generell an die Leute, die so überlegen, kann ich mir eine Freundin holen oder nicht? Ich muss sagen, eine Freundin ist fürs Business sogar viel, viel besser. Das hat mir damals mein Mentor, der Chris Steiner, gesagt. Er hat gesagt, es ist zwar schwierig, eine gute Frau zu finden. Nee, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, es ist viel, viel besser, jemanden zu haben, der mit dir zieht, weil wenn du in einem Alter bist, wo du viel Geld verdienst und so weiter, gibt es Leute, die drehen ja voll durch, die daten pro Woche 3 verschiedene Frauen und so und verlieren deswegen voll den Fokus. Oder vielleicht bist du jemand, der am Tag mit 10 Mädchen schreibt oder eine Frau, die mit 10 Jungen schreibt, kann ich dir jetzt schon sagen, ist die komplette Zeitverschwendung. Weil die Leute, die damals zu mir in der Schule immer so meine Klassenkameraden, boah, schau mal, ich schreibe mit der und der. Und ich so, ja, cool. So, er hat seine ganze Zeit verschwendet, ich habe Gas gegeben. Und jetzt, so, habe ich meine Traumfrau und er sitzt irgendwo im Supermarkt rum. Er sitzt irgendwo im Supermarkt rum und hat, ja, immer noch keine Freundin. Von dem her, schaut, dass ihr euren Fokus immer auf den wesentlichen Dingen habt und eure Zeit nicht verschwendet. Deswegen finde ich, ist eine Freundin sehr, sehr wichtig. So, jetzt würde ich sagen, ja, gehen wir direkt zur nächsten Frage. Ob du dich auch im Bereich Online-Marketing weiterbildest? Nee. Ja, gut. Also, das, was ich bei Max mache und so, das lerne ich natürlich alles. Dann könnte ich auch Steuerberaterin schon werden, was ich da alles lerne. Nee, ja, auf jeden Fall. Und das interessiert mich auch total. Aber jetzt, dass ich selbstständig werde oder so, das nicht. Ganz ehrlich, sie ist sehr bescheiden, weil ich glaube, sie, genauso wie der Tobi, der hier hinter der Kamera immer sitzt, ich bin fest überzeugt, dass die zwei mehr über Social Media Marketing und Online Marketing wissen als 95% der Online-Marketing-Experten da draußen, bin ich mir 100% sicher. Einfach aus dem Grund, weil die aus der Praxis die Sachen mitnehmen. Auf jeden Fall. Also nicht nur, wenn ich irgendwas erzähle, gut, der Tobi, der kriegt jedes Kursvideo und alles mit, aber generell, also ich sag mal so, das, was ihr in der Praxis einfach mitbekommt, wenn wir hier abends auch sitzen und so weiter und mal eine Shisha rauchen, bin fest davon überzeugt, wir können ja gerne mal einen Battle machen mit irgendjemand, aber ihr macht es definitiv besser, bin ich mir sicher. Vielen Dank. Deswegen, ja, sie bildet sich nicht aktiv weiter, ja, aber sie bekommt es mit, sagen wir es mal so. Ich kann mitsprechen, sagen wir es so. Ja, okay, jetzt kommen wir zur nächsten Frage und zwar, ist auch eine coole Frage, so, wie ist Max denn, wenn er am Abend keinen Kunden geclosed hat? So, wie bin ich da drauf? Ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil... Es ist schwierig jetzt zu sagen, weil eben so viele im Team jetzt inzwischen sind. Aber der Max, der ist ja 24 Stunden mit Herz dabei. Also der kämpft wirklich für jeden Schritt und will alles geben und will alles perfekt und richtig machen. Und da ist natürlich dann... Ja. Ich weiß nicht genau, also das ist vielleicht die falsche Frage, weil es gibt keinen Tag, wo kein Kunden geclosed wird. Stimmt. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Weil generell bin ja an mehreren Firmen beteiligt und es geht immer überall was. Von dem her gibt es eigentlich businesstechnisch bei mir fast keine schlechten Tage. Natürlich gibt es viele Probleme und viel, was schief geht, aber vielleicht kannst du mal generell so einen Hintergrund geben, was ist, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder so? Oder wie sieht es bei mir denn generell aus? Bin ich wirklich so mit Leidenschaft dabei? Weil ich meine, du siehst mich ja jetzt auch, wenn ich abends mal nicht schlafen kann oder so. Er ist auf jeden Fall 100% mit Leidenschaft dabei und es gibt auch Also Nächte, sag das voll ehrlich, ich will jetzt da gar nicht pre-framen nee, oder um so. Nee, um Gottes Willen, das würde ich dann auch so nicht sagen, aber Max ist auf jeden Fall zu 100% dabei und es gibt auch die ein oder zwei Nächte, wo er einfach nicht schlafen kann. Da kommt er auch nicht runter und klar muss ich mir da auch Gedanken machen, wie helfe ich ihm jetzt da raus, wie bringe ich es dazu, dass es nicht so schlimm ist, wenn jetzt das nicht passiert ist, so wie er es sich vorgestellt hat. Also da gibt es dann schon Tage, die würde ich sehr runterziehen auf jeden Fall. Ja, und das Ding ist, man muss es ja mal so betrachten. Aber er steht am nächsten Tag wieder auf und fängt... Ich fange wieder an und an. Bei mir ist es ja so, jetzt vom Geld her, ich müsste ja gar nicht 7 Tage, 24... Ich könnte auch eine Stunde am Tag arbeiten, aber ich mache es einfach nicht, weil Business meine Leidenschaft ist. Ja. Mir geht es da schon lange nicht mehr um das Geld und so weiter, sondern ich bin einfach richtig gut in dem, was ich mache. Und dadurch kommt das Geld bei mir automatisch, würde ich so behaupten. Und von dem her beschäftigen mich viele Dinge auch mal nächtelang.
Und ja, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Frage, weil du da eigentlich ganz gute Insights hast. Und yes, jetzt kommen wir gleich, jetzt habe ich immer vergessen, den Namen vorzulesen. Ich finde das Schöne daran eigentlich, dass, weil ihm es ja egal sein könnte, dass es ihn bis heute noch so bewegt und dass du dir so viele Gedanken darüber machst, obwohl es ihm ja egal sein könnte, weil ja schon genügend reingekommen ist. Und das ist, finde ich, das Schöne, dass er wie, als wäre es der allererste Kunde, ja, wäre so reagiert. Das stimmt und das ist auch wichtig. Jeder Tag bei mir beginnt 100% bei Null. Ja. Egal, ob das Montag ist, ob das ein Sonntag ist, ob ich gestern 100.000 Euro Umsatz gemacht habe, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja. Ich sitze halt wieder da. Ja. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept, muss ich ehrlich sagen. Übrigens, die Frage war jetzt von My Media Agency. Und Tobi braucht, glaube ich, langsam schon einen Snooze, weil das Video hier so lange geht. Aber ich hoffe, mein Akku hält alles und so. Perfekt, sonst einfach reinrufen. Jetzt kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Und zwar, es ist vom Jakob. Und zwar, Ihrer Meinung nach die wichtigsten Dinge, wenn der Freund ein Business hochzieht, was sollte eine Frau gedulden können, wenn sein Freund fokussiert auf sein Business ist? Also es wurde in zwei Fragen aufgesplittet im Fragesticker. Hast du es verstanden, die Frage, oder nochmal? Mach nochmal ganz kurz durch. Also, was deiner Meinung nach so die wichtigsten Dinge sind, wenn ich jetzt oder ein Freund generell fokussiert so an einem Business arbeitet? Mhm. So, was sollte eine Frau gedulden können? Also erstmal dazu, die Frau sollte niemals den Mann rausreißen, weil ich meine, er will ja sein Ziel erreichen. Und würde ich ihn jetzt jeden Tag dabei stören und rausziehen, dann würde ich ihn ja gleichzeitig demotivieren. Und dann würde er sein Ziel nicht erreichen, wäre unglücklich automatisch. Ich würde darunter leiden oder die Frau, weil der Mann dann unglücklich ist. Auf jeden Fall ihm die Zeit geben, weil es zahlt sich irgendwann aus und dann kommt auch die Zeit von ganz von alleine. Ja. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Eigentlich gut beantwortet, ja. Ich glaube auch, dass es der falsche Weg ist, das so zu trennen, ja, beziehungsweise das irgendwas so rauszureißen. Klar gibt es von mir auch Tage, wo ich jetzt gerne mal ein Wochenende komplett mit Max hätte, obwohl ich ja selbst meine To-Dos habe am Wochenende auch und mit Thaddäus. Aber trotzdem hat man halt meine... So heißt unser Hund. Ja, stimmt. Vielleicht versteht es der ein oder andere nicht. Aber trotzdem hat man es zu respektieren und nur so kann man durchs Leben gehen. Ja, ist so. Also würde ich Max jeden Tag rausziehen und sagen, nö, du hörst jetzt auf, sonst bin ich weg oder whatever, dann würde ich ihn ja auch kaputt machen und da hätte ich nichts davon. Und ich komme damit klar, ich liebe ihn dafür auch, dass er seinen Plan hat im Leben. Was will ich denn mit einem Mann, der keinen Plan vom Leben hat, der wo irgendwie da rumschnurrt, dauernd Netflix anschaut und nichts macht? Ja. Das ist echt eine gute Frage gewesen und gute Antwort von dir. Vielen Dank. Jetzt, ich sehe schon so in den Kommentaren so, wie seid ihr auf Thaddäus gekommen? Das lag an Max. Das wollt ihr aber gar nicht wissen. Also nee. Vielleicht mal in Teil 2, wenn ihr einen wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber ein paar Fragen wollen wir auf jeden Fall noch beantworten. Und zwar finde ich eigentlich auch ganz gut von Impulse Marketing. Mit welchen drei Eigenschaftswörtern würdest du Max beschreiben? Ich finde so Fragen immer zwar ziemlich schwierig, so drei Wörter für und ja, so. Ich hätte mich 1000. Ja, weil letztens war ich auch in so einem Zeitungsinterview, drei Erfolgsregeln und so. Finde ich immer ein bisschen schwierig, so drei Regeln zu sagen, aber... Also er ist auf jeden Fall zielstrebig, strebig. Mhm. Sensibel kann er auch sehr sein. Liebevoll. Das waren eigentlich schon drei. Ja, wie gesagt, ich hätte... Sag mal noch drei, komm. Es fühlt sich so gut an. Er ist ein sehr positiver Mensch. Er ist, also klar gibt es auch mal schlechte Tage, aber er würde niemals zu mir sagen, boah, nee, lass es lieber oder so. Er würde echt bis zum letzten Schritt sagen, mach's. Und das schätze ich auch sehr, dass er mir immer hochhilft. Ja, ja. Ja, hört sich gut an. Ich glaube, hat die Frage auch soweit beantwortet. Generell kam jetzt voll oft die Frage, wie lange seid ihr zusammen? Kannst du auch du beantworten. Ein bisschen über ein Jahr jetzt. Also, ja, ein Jahr sagen wir. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, soll ich es erzählen? Ja, ja, eigentlich bist du dran. Kannst du deine Version erzählen und ich erzähle meine? Also, da wir in der Nähe wohnen,
kam... LAVOU regelt. Spaß. Ja, es war im Endeffekt so, dass so in der Realschulklasse, natürlich kennt man so ein bisschen die Mädels, sie war zwar nicht auf meiner Schule, aber sie war immer so mit den Mädchen, die in meiner Schule waren, immer so, keine Ahnung, nach der Schule irgendwas machen. Und daher kannte ich halt generell den Namen und das Instagram-Profil. Aber sonst haben wir jetzt nie irgendwie davor viel was gemacht. Und dann ist das irgendwie so entstanden. Also ich war dann im Endeffekt mal abends im Büro. Wir haben halt öfter mal über Instagram geschrieben. Ja. Haben dann gesagt, hey, eigentlich war es ja so, dass wir schon was ausgemacht hatten. Ich war aber so im Hustle drin den ganzen Tag, dass ich das vergessen habe. Und dann um halb neun oder so. Da kannten wir uns ja noch nicht wirklich. Und am Dienstagabend um 20.30 Uhr ist es mir dann eingefallen, so, oh, wir wollten ja doch eigentlich was machen. So. Fährt hier draußen wieder jemand rum. Danke an die Nachbarn. Und dann habe ich ihr um 20.30 Uhr geschrieben, so, ja, wollen wir noch schnell auf einen Drink gehen? Weil ich dachte, ja, sie ist in einem Vollzeitjob, sie geht jetzt um 20.30 Uhr nichts mehr trinken, weil, ja, es ist ja am nächsten Tag, muss sie aufstehen. Und sie so, ja, klar. Ich so, hä? Ja, soll ich jetzt vorbeikommen? Ja, so 15 Minuten. Ja, okay. So, und dann haben wir uns halt getroffen und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Genau. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch zwei Fragen rein. Generell, wie alt bist du, kam noch die Frage. 21. Okay. Bin ein Stier. Und habt ihr einen Babywunsch? Ja, eigentlich haben wir ja erst ein Kind bekommen im Februar letzten Jahres. Diesen Jahres. Stimmt, wir haben ja noch gar kein Silvester gehabt. Verbreitet bitte keine Gerüchte. Nee, Spaß. Thaddäus ist unser Sohn. Thaddäus ist unser Sohn, genau. Unsere Probe. Aber die Frage ist vielleicht ein bisschen blöd, weil im Endeffekt, ich bin 20, sie ist 21. Ich glaube, wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Es kommt erstmal die Hochzeit dann. Genau. Das war jetzt am Ende nochmal richtig schön unsympathisch. Gut. Nee, Spaß. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt so weit alle Fragen durchgegangen. Also ich bin wirklich super gespannt jetzt mal auf euer Feedback in den Kommentaren, weil ich meine, es war super viel Privates dabei, würde ich sagen, was ihr so vielleicht noch auch gar nicht wusstet. Und wenn ihr gern mal einen Teil 2 auch haben wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch das echt gefallen hat, ich freue mich super über ein Feedback. Also ich freue mich schon sehr über die Kommentare, dadurch zuvor es mit euch ein bisschen zu schreiben. Deswegen gebt dem Video auch super gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielleicht werdet ihr sie dann auch noch öfter sehen in dem ein oder anderen Video, wenn ihr da Lust zu habt. Abonniert unbedingt den Kanal auch für mehr Videos im Bereich, im Content-Bereich Beziehung natürlich. Und was reimt sich auf Klaus? Ich muss raus. Ich muss raus. Okay, in diesem Sinne, bis dahin, euer Max. Ciao.